Nichts macht einer Familie mehr Spaß als ein Kartenspiel. Dieses Spiel heißt Euchre. Trennen Sie zunächst die 9, 10 Bildkarten und Asse vom Rest der Karten. Das Ziel ist es, mindestens 3 Stiche zu machen. Wenn die Seite, die Trumpf angesagt hat, keine 3 Stiche macht, bezeichnet man sie als Euchred. Der höchste Trumpf ist der Bube der Trumpffarbe, genannt der Right Bower. Wenn Trumpfpartnerschaften 3 oder 4 Stiche machen, gewinnen sie einen Punkt. Ein Alleinspiel gewinnt bei 3 oder 4 gemachten Stichen ebenfalls einen Punkt. Außer das Alleinspiel macht 5 Stiche, welche 4 Punkte wert sind. Viele Euchre-Spiele enden mit Robberpunkten, wie in Whist. Die erste Seite mit 2 Siegen gewinnt den Robber. Der Geber hat das Recht, jede aufgedeckte Karte mit einer anderen Karte in seiner eigenen Hand zu tauschen. Oh mein Gott, es ist dasselbe! Wenn die aufgedeckte Karte ein Bube ist, dann gilt es als Pech, wenn man... Wenn nach 2 Runden kein Trumpf angesagt ist und die Geber sagt, Anregel nicht gilt, werden die Karten eingesammelt und neu gemischt. Family Guy wird präsentiert von Contract Bridge, was viel leichter als Euchre ist. Bei Contract Bridge bekommt jeder Spieler 13 Karten aus einem normalen 52-Kartenstapel. Der Stich beginnt, wenn ein Spieler anzieht, das heißt die erste Karte spielt. Wer beim ersten Stich anzieht, wird durch die Auktion festgelegt. Oh, Baby, das ist das Versteck! Amelie, Noël, ich habe 48 Stunden Aufenthalt in Paris und würde euch gerne in meine geilen Pläne einbeziehen. Oui, oui. Ja, yippie. Darauf habe ich gehofft. Das wird ein tolles Wochenende. Scheint, als hätte ich was am Start, hä? Eine Orgie? Ja. Können wir nur über Flugzeugkram sprechen? Hab vergessen, dass ihr jungen Typen im Job nicht über Sex reden wollt. Hey, übernimm mal kurz. Ich muss gucken, ob ich meine Pilotensonnenbrille gepackt habe, die unseren gesamten Beruf auf ein billiges Halloween-Kostüm reduziert. Stewie? Mr. Quagmire? Terence? Also, was sagt ihr? Ich dachte, es könnte der Familie Spaß machen, wenn jeder mal seine eigene Pizza macht. Oder wir bestellen bei Domino's. Nein, komm schon, das wird witzig. Jeder hat seinen eigenen Boden. Und ihr könnt zwischen all den Belegen wählen, die ich aufgebaut habe. Hä? Zum Beispiel Oliven, zum Beispiel Salami. Und für die Wagemutigen habe ich sogar Ananas im Angebot. Ihr könnt auf eure Pizza drauflegen, was ihr wollt. Ich lege eine Domino's-Pizza auf meine Pizza. Domino's, wir sind schrecklich und besser als Ihre Pizza. Gut, wir schicken dich nach Hause, Kleiner. Peter, ist Lois da? Stell mich auf laut. Hey Glenn, was gibt's denn? Ich bin gerade in Paris gelandet und Stewie war aus irgendeinem Grund in meinem Koffer. Er muss sich da versteckt haben. Oh mein Gott, geht's ihm gut? Ja, er isst gerade eins von diesen französischen Straßensandwiches, die nicht gut, aber trotzdem toll sind. Wie schnell könnt ihr ihn abholen? Ich habe nur 48 Stunden in Paris und eine ganze Liste voller geiler Sachen, die ich vorhabe. Okay, lass mich kurz nachrechnen. In 48 Stunden müssen wir zu einem Flughafen, der Stunden weg ist, einen Last-Minute-Flug kriegen, falls es einen gibt, 10 Stunden fliegen, dann abwarten, bis Peter nach dem Flug schön gekackt hat. Peter kackt nicht in Flugzeugen. Oder wir überlassen ihn der Fürsorge eines guten Freundes, dem wir vertrauen, und genießen unseren ersten Ausflug seit Jahren. Lois, sollten wir da nicht hin? Okay, wenn du glaubst, da... Schon wieder ein Like. Peter, Stewie ist in Sicherheit. Wir sind am schönsten Ort, an dem wir je sein werden. Und ich habe einen super Lauf auf Instagram. Ich könnte Bonnies Rekord brechen. Naja, aber als Eltern sollten... Die Freundin meiner Mom, die aussieht wie die Frau von AT&T, hat gerade meinen letzten Post kommentiert. Sie sagt, dein Ehemann ist sehr attraktiv. Quags, du schaffst das, oder? Captain Quagmire, der Quags. Schnauze! Ich glaub's einfach nicht. Gut, ich pass auf ihn auf. Aber ich bin nicht erfreut. Da du jetzt mein Babysitter bist, hätte ich gern, dass du mich Mr. Griffin nennst. Peter, hast du mir gerade das Pfirsich-Emoji gefolgt von dem Tropfen-Emoji geschickt? Ja, du bist jetzt der Babysitter. Und es heißt Mr. Griffin. Eins der Highlights einer Überlandfahrt ist es, zum Essen zu stoppen und die netten Menschen zu treffen, die das Herz und die Seele unseres Landes bilden. Hallo, wir kommen aus dem Nordosten.
Gut, alles klar. Wir hätten gern 55 Pancakes zum Mitnehmen. Es heißt, dass dir die Augen der Mona Lisa überall hinfolgen. Quagmire hatte recht. Hier ist besetzt! Oh, die guckt so, weil sie Blähungen hat. Ach, wir haben uns verlaufen. Wir werden hier draußen sterben. Leute, wir können nicht aufgeben. Doch können wir und ich werde es tun. Ich schließe meine Augen und stelle mir was Schönes vor. Ich werde von Kindern angeschrien, während ich Fortnite spiele. Nein, deine Mom ist eine Hure. Wartet, Leute, da. Ich glaube, ich sehe ein Haus. Ist ein Haus im Wald. Wir sind gerettet. Das Wort darfst du nicht sagen, Brayden. Keiner von euch darf das Wort sagen. Wo bin ich? Was soll ich jetzt machen? Mein Reiseführer sagt, dass Marcel Proust hier begraben ist. Der weiß, was zu tun ist. Ugh, ich schaffe nicht mal diesen Grabsteinspruch. Ich wünschte, Brian wäre hier und täte so, als ob er es versteht. Leute, bitte. Es ist mein Verspätungszuschlag. Tut meiner Familie nichts. Ich mache alles. Ich habe hier dieses Drehbuch. Es ist ein epischer Science-Fiction und es besteht hauptsächlich aus Regieanweisungen bei denen... Erschießt uns! Was zum Teufel? Amazon-Drohnen? Ihr habt uns gerettet. Und wieder einmal vernichtet ein Streaming-Dienst einen Blockbuster. Kavusch! Woher wusstet ihr, dass wir hier sind? Aufgrund ihrer letzten Einkäufe, Sehgewohnheiten und gespeicherten Daten wussten wir, dass sie von den letzten zwei Blockbuster-Angestellten der Welt durch die Wildnis gejagt werden. Wow, gruselig. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Amazon. Du bist doch ein ziemlich großartiger Dienstleister. Ja, das ist wahr. Amazon-Angestellte sollten keine Gewerkschaft haben. Das habe ich nicht gesagt. Die können sich dumm stellen, wenn sie wollen. Spionier uns nicht aus, Alexa. Okay, ich spiele Feiertagsmusik. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.